liebe Collecting Trader, ich möchte mich auch mal wieder zu Vision melden. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet, falls ich huste. Ich habe hier drei Megatin 2015, erste Auflage, deutsche Booster hier. Und die möchte ich jetzt einfach in diesem Video einmal auspacken. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen irgendwas Cooles. Wer weiß, wer weiß. Wünscht mir Glück. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht groß drum rum, sondern gucken einfach mal, was wir ziehen. War günstig auf eBay zu ersteigern. Deswegen dachte ich mir, komm, biete ich mal auf alle drei gleichzeitig sozusagen. Und ja, somit hätten wir jetzt hier drei Packs zum Auspacken. Das bietet sich doch immer an, oder? Die Karte hier ist oben leider anscheinend kaputt. Können wir uns ja mal näher angucken. Da oben, die ist eingedellt. Artefakt Hermesstab. Schade, dass sie kaputt ist. Dann haben wir Sylvanische Wohltäterin. Moment, da sehe ich das jetzt auch. Sylvanische Wohltäterin. Dann ein wildes Monster erscheint. Und CXYZ Baryon Hoffnung. Ja, alles klar, alles super rare. Secret war die hier. Jetzt glaube ich kein Knüller dabei gewesen. Diese Commons sind da noch bei. Ja. Ich werde mich auch, ist gerade Wochenende Start. Ich werde mich auch gleich nochmal dran werfen und ein paar Videos schneiden. Legen wir die wichtigen einfach mal hier so hin. Und den Commons Stapel so. Oder warte, machen wir den Commons Stapel. Hey. Dahin. Wundert euch nicht, ich lasse meine Matten immer eingepackt. Ja, wie gesagt, es ist jetzt gerade Wochenendstart. Ich werde mich wahrscheinlich nachher noch dran machen und noch ein paar Videos von Kati fertig machen, dass die auch online kommen können. Und ja, was haben wir in diesem Booster Pack? Fixsternritter Sirius. Bujinji Sinyu. Ist ja ruhig. Dann verbotene Schrift. Süß. Und Focaltes Kanone als Super Rare. Ja, und sonst halt noch die hier. Dafür ist es ein komplett heiles Booster gewesen. Und da kommen wir auch schon zum letzten Pack. Vielleicht haben wir hier nochmal was Cooles drin. Wer weiß, wer weiß. Wir hoffen wir es alle. Ich glaube, ich packe die drei ersten mal nach hinten. Die vier ersten meine ich natürlich. 1, 2, 3, 4. Leider auch hat die erste Karte auch wieder eine Delle. Okay, haben wir Seelentritt. Kastenfaust. Ich lese nicht, ist zu klein. Oder Auferstehung des Künstlerkumpels. Büroboter 002. Künstlerkumpel Schwertfisch. Kuscheltier Löwe. Nummer 48 Schattenlich. Superstarker Samurai Seelenbrecher Panzer. Fixsternritter Capella. König der Kampfwachen. Sylvanische Wasserrutsche. Kuscheltier Hase. Sehr süße Karte. Süß. Ja, dann haben wir hier als Rare Künstlerkumpel Kaleidoskop. Als Secret Bujinki Amaterasu. Auch schön aus. Sollte ich vielleicht auch mal wieder hier hinlegen. The Secret war. Wieso ist das jetzt falsch rum? War hier nicht die Secret? Nö. Alles klar. Kein Ding. Dann machen wir das einmal so. Dann haben wir als Ultra Edler Ritter der Tafelrunde und Artefakt Sense. Wenn da was Cooles bei war, schreibt es einfach mal. Ich habe davon keine Ahnung. Ja, war denke ich ein schönes, nettes Unboxing für zwischendurch. Bewertet das Ganze mal in den Kommentaren. Vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten und einen Kommentar, wie gesagt, schreiben. Bewertet das Ganze. Schaut mal bei uns in Facebook auf der Fan oder auf der Fanseite? Ja, Fanseite haben wir auch. Und in der Gruppe natürlich vorbei. Ihr könnt gerne beitreten und mit Leuten traden, mit uns traden und so weiter und so fort. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euer Andi von Collect and Trade. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, ich könnte euch das hier nochmal ganz kurz zeigen. Hier, was wir. Obwohl, das habt ihr gerade schon gesehen, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich brauche euch das nicht alles nochmal zeigen.